Hey Leute, ich bin Alexandra, die E7-Weiler. Heute geht es in Folge 2 unserer Serie um den Vergleich des Amateurfunks mit dem Smartphone. Der Amateurfunk hat ein paar Vorteile gegenüber dem Smartphone, die besonders in bestimmten Situationen wichtig sind. Reichweite. Mit dem Amateurfunk kann man über größere Entfernungen hinweg miteinander reden. Das ist zum Beispiel in ländlichen Gebieten super, wo kein Handynetz verfügbar ist. Selbstversorgung. Amateurfunker haben ihre eigene Ausrüstung, oft auch Stromversorgung und sind nicht auf ein vorhandenes Netz angewiesen. Dies ist in Notfällen oder bei Naturkatastrophen praktisch, wenn das Netz gestört oder kaputt ist. Es gibt sogar ein ausfallsicheres Amateurfunk-Internet, welches Hemnet genannt wird und über Funk läuft. Technische Möglichkeiten. Der Amateurfunk bietet viele technische Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was man mit einem Smartphone machen kann. Zum Beispiel kann man direkt, also ohne Zwischenstationen, Funksprüche, Daten oder Fotos per Computer schicken und mit Hilfe von Satelliten direkt miteinander reden. Gemeinschaft. Der Amateurfunk ist auch eine super Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich über interessante Themen auszutauschen. Auch wenn es sehr viele ältere Funkamateure gibt, ist die Jugend in dem Hobby sehr aktiv. Es gibt auch Jugendorganisationen im Amateurfunk mit vielen Renncamps und sportlichen Events. Wir hören sehr oft das Argument, das kann ich mit meinem Smartphone auch. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet mit eurem Smartphone einfach irgendeine Nummer in Deutschland oder den USA oder Japan oder irgendwo auf der Welt anrufen. Der Mensch auf der anderen Seite erwartet im Gegensatz zum Funkamateur keinen Anruf. Schon gar nicht von jemandem, den man nicht mal kennt. Im Amateurfunk setzt man sich nur ans Funkgerät, wenn man auch funken möchte. Also besteht das Problem dort nicht. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie dann in einem weiteren Video zu beantworten. Das nächste Video kommt bald. Also lasst ein Abo da und macht das Plus weg und begleitet uns auf unserer spannenden Reise in die Welt der Technik. 73, das heißt viele Grüße in der Funkersprache. Eure Alexandra.